Hey, hier ist Jens. Wenn du die Videos auf meinem YouTube-Kanal verfolgst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich solche Aufnahmen schon das ein oder andere Mal ausprobiert habe. Durch das gekippte Glas konnte ich aber den Aufnahmen einen neuen, einzigartigen Look verleihen. Das liegt in erster Linie an der Schwerkraft. Das heißt, wenn wir hier unseren Seifenfilm auf das Glas aufbringen, dafür habe ich ein Drittel Wasser mit einem Drittel Spüli und einem Drittel Glycerin gemischt, wird der Seifenfilm schwerkraftbedingt langsam nach unten wandern. Wenn man jetzt mit einem Strohhalm oder ganz vorsichtig pustet, werden hier Turbulenzen auf dem Glas erzeugt. Das Ganze wird in ganz viele, ja, wie Zellen aufgeteilt, die dann praktisch hier an dem Rand nach oben wandern und schwerkraftbedingt am Ende wieder runtertropfen. Das erzeugt dann diesen, ja, psychedelischen Halsketten-Effekt, würde ich es jetzt mal nennen, was wirklich, ja, fand ich einzigartig und richtig schön zum Fotografieren war. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Habe ich ja gerade gesagt, was ich für eine Lösung, um diesen Film zu erzeugen, verwendet habe. Da mir die Aufnahmen aber selber so viel Spaß machen, will ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter experimentieren. Also wenn du noch eine Idee hast, was man hier vielleicht noch an Zutaten hinzugeben könnte, um nochmal einen komplett neuen Look zu kreieren, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar freuen. Ich habe mir zum Beispiel hier diese Acrylfarben besorgt. Mit denen werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein bisschen rumexperimentieren, um ja nochmal einen komplett neuen Look zu kreieren. Vielleicht auch ein bisschen was mit Öl oder mit Schwarzlicht einfach, ja, weitermachen. Das Ergebnis ist schon ganz gut, aber ich bin mir sicher, da geht noch eine Menge mehr. Also wenn dir was einfällt oder dir die Aufnahmen gefallen haben, freue ich mich auf jeden Fall über ein Like und einen Kommentar, damit auch der YouTube-Algorithmus merkt, dass diese Videos von mir vielleicht auch anderen Leuten vorgeschlagen werden könnten. Danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.